Hallo liebe After Effects Freunde und Photoshop Freunde und alle, die irgendwie irgendwas mit Adobe zu tun haben. Wir machen heute mal was Neues, eigentlich was Altes, aber es gibt relativ wenige Tutorials zu dem Thema. Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil es eigentlich auch relativ einfach ist, wenn man es richtig macht. Was machen wir? Wir machen heute Folgendes. Wir nehmen uns ein Foto, ich habe mal eins vorbereitet, und versuchen daraus Ebenen zu erstellen und machen dann in After Effects eine 3D-Ebene draus aus dieser Photoshop-Datei und lassen dann über eine Zeitlinie hinweg mit Keyframes eine Kamera eine perspektivische Darstellung so andeuten. Ja? Normalerweise macht man das ja mit einem Greenscreen, das heißt man fotografiert vor einem Greenscreen eine Person zum Beispiel und fügt diese dann ein in eine andere perspektivische Landschaft, zum Beispiel einen Wald oder wo auch immer, wo man auch noch Teile des Waldes zum Beispiel als eigene Ebene erzeugen kann. Aber was macht man, wenn man nur ein Foto hat und mit dem arbeiten will? Tja, dann muss man halt, wie man in Bayern sagt, ein bisschen umeinander spulen, gell? Das Ganze wird jetzt nicht sauber gemacht, ja, weil sonst wird das Tutorial unendlich lang. Ich deute viele Dinge nur an und wenn dann das Schwenk in After Effects kommt, dann habe ich ein bisschen mehr gearbeitet, damit es ein bisschen besser ausschaut. Aber Photoshop machen wir jetzt einfach mal quick and dirty. So, wie geht's los? Foto. Ich habe mir jetzt mal gedacht, dass wir also die Figur auf der linken Seite als eigene Ebene darstellen. Und jetzt wird es interessant. Also, es gibt ja bei Photoshop hier dieses Schnellauswahlwerkzeug. Das ist eigentlich sehr effektiv. Da kann man die Pinselgröße einstellen etc. Und auch, ob man es positiv, also ob man es positiv sieht, ob man was hinzufügen will oder was abziehen will, geht auch mit der Alt-Taste. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Ebene oder nehmen die Figur, machen eine Ebene draus. Zack. Und wenn wir das gemacht haben, also das geht mit dem Auswahlwerkzeug relativ gut, dann gehen wir zu der Kante verbessern, dann sehen wir also die Figur und dann können wir da noch ein bisschen spielen. Wenn man die weiche Kante nimmt, dann hat man das Problem, dass man am Rand eine leichte, wie soll man sagen, der Übergang der Figur zu dem anderen Hintergrund wird dann als Übergang dargestellt. Das heißt, das habe ich dann am Rand immer so einen kleinen Saum. Wenn ich das nicht will, dann nehme ich nur Abrunden und Smart Radius würde ich in dem Fall gar nicht nehmen, weil man dann auch kleine Fragmente hat. Also das soll schon eine relativ scharfe Kante sein, die halt einigermaßen vernünftig ausschaut. Wie gesagt, quick and dirty, wir machen jetzt nicht lang rum. Wenn wir das haben, machen wir Folgendes. Also ich habe jetzt hier das Auswahlfenster. Wenn ich mit der rechten Maustaste da reinklicke, dann kann ich Ebene durch Ausschneiden machen. Ja, also das ist ganz wichtig, nicht Ebene durch Kopieren, sondern Ebene durch Ausschneiden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wenn wir das machen, passiert Folgendes. Ich habe hinten einen weißen Fleck und vorne habe ich die Figur. Ja, also der Saum ist jetzt relativ gering. Kann man auch noch ganz wegbringen, wenn man das will. Also muss man ein bisschen gucken. Wir nehmen jetzt mal die Figur raus und gehen also in die untere Ebene, also in den Hintergrund. Und jetzt geht es um Folgendes. Wir müssen jetzt einen Hintergrund erfinden. Ja, also das heißt, ich habe hier einen weißen Fleck und wenn ich das dann perspektivisch ändere, ich kann die Ebene mal auswählen und einfach mal verschieben, dann sehe ich ja, wenn ich das perspektivisch irgendwie ändere, dann habe ich die Figur da und hinten einen weißen Fleck und das wollen wir ja nicht. Und darum müssen wir jetzt da ein bisschen rumspielen. Wir gehen also in die hintere Ebene, nehmen dann das Reparaturwerkzeug. Ja, das geht also mittlerweile bei Photoshop, ich glaube ab CS4, CS5, weiß nicht, also das Inhaltsbereichsreparaturpinsel heißt es auch. Und was machen wir, was wir da machen ist, wir malen jetzt um die Figur. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir probieren es jetzt einfach mal quick and dirty und gucken mal, was rauskommt. Also man malt um die Figur rum einfach so einen Bereich, ja, der dann als inhaltssensitiv gilt. Das heißt also, der schwarze Bereich, der außerhalb der Figur ist, wird dazu genommen, mit einem Algorithmus den Hintergrund zu erfinden. Ja. Also Photoshop versucht quasi, das, was fehlt, selbstständig zu ergänzen. Wir lassen jetzt mal aus. Das Foto ist relativ groß. Das, glaube ich, hat 16 oder 12 Megapixel. Je größer das ist, je langsamer der Rechner, je schneller der Rechner, desto länger dauert es. Bei mir dauert es, doch auch schon ziemlich lang. Ich habe das Foto jetzt mal groß lassen, das ist nämlich auch wichtig. Wenn man Full HD zum Beispiel aufnimmt, dann ist also die Größe des Fotos schon auch wichtig, dass das relativ groß ist. Ja, damit man das dann auch, wenn man die 3D-Kamera verwendet, also kippen kann, ohne dass man dann einen Bereich hat, wo plötzlich kein Foto mehr ist. Aber jetzt lassen wir mal rechnen. Jetzt gucken wir mal, wie lange er braucht.
Ich könnte auch ein paar Anekdoten erzählen, war so, brauche ich jetzt gar nicht. So, Photoshop hat den Job relativ gut gemacht. Ich meine, was heißt hier relativ gut? Wenn man jetzt die andere Ebene mit dazu nimmt, ja, dann sieht man also, ja, gut, okay, optimal ist es nicht. Wenn es so ist wie jetzt, dann einfach Stempel nehmen. Ja, und was habe ich jetzt da? Wieso ist der Stempel so klein? Keine Ahnung. Ein bisschen größer braucht man schon, weil sonst wird es schwierig. Und dann müssen wir halt einfach mal gucken, dass man mit dem Stempelwerkzeug, also mit dem Kopierstempel, hier ein bisschen dann nacharbeitet. Machen das jetzt auch so, dass wir also das Ganze jetzt versuchen so zu machen, dass man also diesen Übergang nicht mehr ganz so sieht. Wir versuchen also die Textur aus dem Hintergrund zu verwenden und da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht das Ganze mehr verhunzt, als es eh schon verhunzt ist, wie man in Bayern sagt. Ja, man kann mal versuchen, bestimmte Linien zu verlängern, ja, die dann hier reingehen, um eben dann diesen Hintergrund zu erzeugen. Und vor allem eins muss weg, der Kopf muss weg. Der passt halt da überhaupt nicht hin. Aber wie gesagt, quick and dirty. Stempel, wisst ihr, wie er geht, oder? Wenn ich Alt drücke, nehme ich ein Muster auf, zum Beispiel hier unten, ja. Und wenn ich dann wieder auslasse, dann kopiere mal das dahin. Oder wenn ich dann nochmal, das mache also Alt, kopieren, Alt, Klick, oh Gott, Klick. Ah, hier muss man ein bisschen arbeiten. Jetzt schauen wir mal, wenn wir die andere Ebene wieder nehmen. Ja, gut, okay. Also einen Preis werden wir jetzt nicht gewinnen, aber ja, das passt schon so. Ja. Wie gesagt, wir wollen sie jetzt sauber machen. Natürlich müsste ich jetzt hier mit dem Stempel noch ein bisschen sauberer arbeiten, zum Beispiel diese Linie da verlängern, dass das Ganze dann auch vernünftig ausschaut. Einfach mal so rüberziehen, ja, dass man hier einen Übergang hat, also dass man die Kante da hat und da bräuchte ich jetzt das Eck. Mal gucken, das dann so geht. Ja, schauen wir mal nochmal, nehmen wir mal die Ebene drüber. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt eine Feinarbeit, das muss man halt sich, man muss sich halt dann die Mühe machen, das wirklich sauber zu machen, weil man hat ja hier ein bisschen so weiche Übergänge, was natürlich nicht ganz passt. Da kann man auch noch andere Ebenen erzeugen, um dann eben auch die Farbgebung zu ändern. Lassen wir jetzt einfach mal. So, was wir jetzt machen ist, wir speichern das Ganze, speichern unter. Gehen wir mal Tutorials und machen wir das Ganze mal unter AE. Element ist es jetzt nicht, aber wir speichern es jetzt einfach mal da als Photoshop-Datei. Do persp und speichern das Ganze einfach mal ab als Photoshop-Datei. So, das war jetzt mal der erste Teil. Der zweite Teil folgt dann mit After Effects und dann machen wir jetzt kurz mal Pause. Bin mal kurz weg. So, in After Effects angekommen, können wir unsere Photoshop-Datei importieren. Ich ziehe die einfach mal hier rein ins Projekt. Und dann fragt er mich, editierbare Ebenenstile oder Ebenenstilen-Footage zusammenführen. Also wir brauchen editierbare Ebenenstile, wir brauchen eine Komposition, kein Footage. Ja. Und dann einfach hier rein. Dann habe ich hier in der Projektdatei eben meine Photoshop-Datei und eben meine Ebenen. Ja. Man sieht, der nimmt jetzt mehr oder weniger aus der Photoshop-Datei dann die Größe auch. Ja. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Wir wollen also das nochmal wegmachen und diese Ebene in die Komposition 1 ziehen. Das sieht man also, dann ist das Ganze ein bisschen groß, aber das kann man ein bisschen kleiner machen. Machen wir jetzt auch und klicken dann doppelt und dann haben wir also unser Bild da. So, was können wir also jetzt machen? Wir haben ja hier jetzt die Komposition und wir haben hier das Bild. Man sieht also, dass bestimmte Bereiche in der Komposition größer sind als in der Bildkomposition und genau das machen wir uns jetzt zunutze. Als erstes erstellen wir eine Kamera. Ja, 50 mm. Er übernimmt jetzt mehr oder weniger auch schon die von der Kamera, um auch die Perspektive dann richtig darzustellen. Ja gut, das können wir jetzt einmal übernehmen, kann man Licht am einfachsten nehmen, bla bla bla. Da müssen wir also die beiden dann auch zu 3D-Ebene machen, damit wir das Ganze dann ändern können. Und jetzt können wir spielen. Ja. Wir haben ja jetzt hier 3D-Ebene und was wir jetzt machen können, ist, wir können die Kamera natürlich transformieren. Wir können den Zielpunkt ändern, die Position, die Ausrichtung, die Drehung, die bap, 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 bap. Und dann ziehen wir das Ganze mal rüber in der Zeitlinie und nehmen jetzt mal das Kameratool hier oben und drehen das Ganze mal. Ja. Man sieht, wenn man das dreht, dann entsteht also schon eine Perspektive, weil das Bild natürlich so unglaublich groß ist, selbst mein Rechner leicht überfordert. Aber das macht überhaupt nichts, denn da unten gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf ein Drittel zu stellen.
Und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja. Beim Foto ist es ja eigentlich auch wurscht, wie es ausschaut, zumindest am Anfang. So, was wir jetzt allerdings machen müssen, wir haben ja hier die Ebene 1, das ist unsere Figur, und die Ebene 2, den Hintergrund, und die müssen wir jetzt räumlich voneinander trennen. Das heißt, wenn ich hier auf Ebene 1 gehe, transformieren, dann verschiebe ich das Ding, also meine Figur, leicht in der Z-Achse. Ja. Also nicht nach hinten, sonst geht es hinten raus, sondern ein bisschen nach vorne. Ja. Bisschen nach vorne, und wo ich natürlich jetzt hier aufpassen muss, ist, ich meine, es sollte natürlich jetzt schon so wieder sein, dass die Figur so ausschaut, wie wenn sie wirklich da wäre, wo sie ist. Ja, aber wichtig ist eine leichte Veränderung in der Z-Achse, denn wenn ich jetzt also die Kamera animiere, also machen wir ein bisschen größer da, damit wir ein bisschen reinschauen können. Ein bisschen hier rein. So. Ups, das war zu viel. Also wenn wir es jetzt mal 5 Minuten animieren, 5 Sekunden animieren und das Ganze dann drehen, dann sehe ich, dass sich die Figur zum Hintergrund natürlich perspektivisch jetzt anders ändert. Ja. Das kann ich leicht machen, muss halt immer gucken, meine Komposition, dass das Bild dann noch drin ist, weil hier sehe ich jetzt schon, aha, das ist nicht so optimal. Was sich da immer anbietet, ist dann einfach die Komposition ein bisschen größer ziehen, da machen wir jetzt kein Aufheben. Ja. Wichtig ist, dass wir hier diese Animation haben. Wenn wir das Ganze mal durchführen und in der Komposition uns anschauen, dann sehen wir, dass, wenn ich das Ganze animiere, das dauert jetzt leider ein bisschen, weil, wie gesagt, da haben wir natürlich jetzt das Thema mit der Größe des Bildes, oder besser gesagt, hier können wir auch ein Drittel machen. Und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und jetzt sieht man, das Foto, oder es hat die Figur im Vordergrund, bewegt sich zum Hintergrund also in einer anderen Perspektive. Ja, gehen wir mal nochmal da rein. Dann können wir uns das Ganze noch ein bisschen anschauen, ein bisschen reinzoomt auf 50%, dann sieht man, dass sich das Ganze, ja, dass das Ganze eben dann, ja, sind zwei Ebenen in der Z-Achse verschoben, dann schaut das Ganze so aus, als würde sich die Figur zum Hintergrund anders bewegen. Ja. So, quick and dirty mal erklärt, wie kann man so eine Spielerei darstellen. Mit Photoshop geht das eigentlich ganz einfach, und wenn man sich die Mühe macht und sich auch mal, ja, also mit dem Hintergrund, den ich da erfinde, ein bisschen länger beschäftige, also wenn man in Photoshop nochmal reingeht und sich einfach nochmal den Hintergrund anguckt, vor allem wichtig, wie hat er denn vorher ausgeschaut und dann die Figur einpasst, oder zum Beispiel die Figur, man sieht ja, dass die ein bisschen dunkler ist jetzt, dass man dann zum Beispiel nochmal in die Kurven reingeht und dann das Ganze ein bisschen heller macht. Ja, aber was passiert? Wieso wird der Hintergrund auch heller? Es gibt ja die Taste, dann bezieht sich das nur auf die Ebene direkt darunter, und dann kann ich die Figur heller machen. Ja. Das wird dann, schaut dann ein bisschen homogener aus. Ja. Also da muss man ein bisschen rumspielen, aber ich glaube, das Prinzip ist klar, und jetzt könnt ihr mal rumspielen und selber gucken, wie ihr das am besten macht, damit das so einen Effekt erzeugt. Ich mache das Ganze noch ein bisschen sauberer und hängt es dann vorne dran. Wahrscheinlich seht ihr das also vorher schon und nachher vielleicht. Also danke fürs Zusehen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao.